In der letzten Folge haben wir quasi dem Trauen einen großen Gefallen getan. Ob es ein Gefallen für die Welt war, wissen wir noch nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass Solpets zu Barmeth digitiert. Entschuldige bitte, wenn du in der Trivia drin wärst von Digimon, dann wüsstest du, dass die eigentlich wieder zurückdigitieren, deswegen ist das voll falsch, was du gesagt hast, ja? Dass wir das mit Pokémon-Dings machen müssen und sagen müssen, er hat sich dazu entwickelt. Entschuldigung, er hat sich zu Barmeth weiterentwickelt. Jetzt ist aber voll die. Jetzt müssen wir das alles neu aufnehmen, weil das ist der ganze Flair ist jetzt raus. Aus dem Irren wurde ein Ski. Also, eigentlich hat er sich nicht weiterentwickelt. Das stimmt. Das reicht mir übrigens nicht. Dann wollte er unbedingt zu Lady Zoff. Was dazu notwendig war, führte dazu, dass wir jetzt quasi, ich sag mal, gelinde gesagt, ein kleines Problem haben. Ein Problem in Form eines Steffen. Und ein Steffen ist ein Rotkappe. Dieser Rotkappe, also wir sind nämlich in die Wohnung dieser Rotkappe eingebrochen. Weil wir uns Hinweise erhofft haben auf den Schlüssel von Solpets Barmeth. Solmeth. Und haben dann immerhin in dieser Wohnung sowohl Handschuhe gefunden. Die David selbstverständlich nicht dort lassen konnte, sondern unbedingt mitnehmen musste. Was hätte ja auch schon schiefgehen können? Naja, es ist ja schiefgegangen. Was und hätte denn schiefgehen können? Nix, quasi. Genau, quasi nix. Außer der Tatsache, dass diese Handschuhe, so sie nicht bei ihrem eigentlichen Besitzer sind, eine Art Eigenleben entwickeln und alles greifen und sich darin vergraben, was nicht Niet und Nagelfest ist. Und auch das, was Niet und Nagelfest ist, zum Beispiel Sophies Fuß. Ich denke an unser Haustür, die ist viel wichtiger. Die hat voll gelitten. Ja, die hat voll gelitten. Diese Haustür ist mir scheißegal. Ist sie nicht. Also Sophie ist sie nicht egal, mir schon. Obwohl, eigentlich mag ich sie. Aber nichtsdestoweniger haben wir auch den Zahn der Rotkappe gefunden, der sich in einer kleinen Schneekugel befand. Und wir konnten diese Schneekugel auch öffnen. Und haben dann herausgefunden, dass Steffen die Rotkappe, irgendeine fiese, miese und gemeine Rotkappenfertigkeit, Fluch, was auch immer es ist, wir wissen es nicht ganz genau, auf uns gelegt hat, was bedeutet, er muss uns innerhalb eines Monats töten oder fressen, unfressen und oder fressen, ich weiß es nicht genau. Je nachdem, er muss euch auf jeden Fall fressen und was er von euch frisst, das hängt davon ab, was er fressen will. Okay, er muss uns fressen. Wenn er das nicht schafft, ist er die Beute für alle anderen Rotkappen. Wir haben in diesem Atemzug, als er dann irgendwie in unserer Wohnung stand, auch da war er sogar, weil wir unter anderem auch mit ihm reden wollten. Das war eigentlich ganz praktisch, weil wir ja Hinweise auf den Schlüssel haben wollten, den er uns auch gegeben hat. Nachdem wir festgestellt haben, dass wenn man den Zahn einer Rotkappe zumindest mal anritzt, ihm weitere Zähne ausfallen. Das heißt, wir sind jetzt im Besitz von einem angeritzten und zwei vollständigen Zähnen dieser Rotkappe. Wir sind dann noch bei einem Professor gewesen, dessen Namen ich schon leider wieder vergessen habe. Gut. In Leipzig. Und bei dem sich die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei ihm um einen Vampir handelt. Allerdings waren wir etwas irritiert davon, dass er uns sehen konnte. Also auch als das, was wir sind. Es könnte auch ein kultivierter Zombie sein. Ja, vielleicht. Unwahrscheinlich. Die Vampirtheorie ist im Moment noch wahrscheinlicher. Und Sophie hatte versprochen, sich dann nochmal mit ihm zu treffen, um irgendwie mal mit ihm zu reden, was irgendwie so ein bisschen der Deal war, damit wir den Schlüssel kriegen. Den hat er uns auch anstandslos übergeben. War ein bisschen cool. Und jetzt hat quasi die Rotkappe eine Art Blutjagd auf uns aufgerufen, um in Vampire Terms zu sprechen.
Aber nee, das passt nicht ganz, weil die Jagd ist ja nur, ist ja global quasi, beziehungsweise stadtweit, für jeden Vampir. Ja, das stimmt. Er hat quasi Dips gesagt, das ist meine Beute und die fresse ich innerhalb von einem Monat. Niemand darf ihn anpacken, darf uns anpacken. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist der einzige Vorteil. Allerdings ist so eine wütende Rotkappe jetzt auch nicht unbedingt das, was ich an meinen Fersenheften haben will. Nee, das ist richtig. Das ist relativ nachteilhaft. Mhm. Und so wieder einmal bin ich in tierische Gefahr gekommen, nur weil ich dir helfe. Das stimmt, aber Sophie hat dich auch nicht dazu gezwungen. Du wolltest mit. Ja, was hätte ich auch schon schief gehen können? Na, offensichtlich alles. Na, offensichtlich. Dafür haben wir jetzt einen Ski in die Welt geholt. Ich hoffe, er ist sich noch in dem letzten Rest der grauen Zellen des Menschen irgendwie noch bewusst, was wir da gerade für ihn auf uns genommen haben. Ich glaube, der weiß das jetzt alles gar nicht. Das habe ich übrigens gemacht, weil das sonst total peinlich immer wäre. Und total unangenehm. Und? Ich hoffe zumindest, dass er irgendwann noch mitkriegt, dass wir jetzt zumindest noch einigen Ärger haben, weil wir ihm geholfen haben. Ja, das ist ja was anderes. Aber sonst wäre das immer so ein Gespräch, das du auch mit jemandem hättest, der einen schweren Auto... Pass auf, dein Mutter hat einen schweren Autounfall und du musst ihr den Schieber unters Bett legen, wenn sie kacken muss. Meinst du, du kannst danach noch mit ihr genauso reden wie vorher? So eine Situation wäre das gewesen. Ja, ich weiß. Gut. Wo hättet ihr denn eigentlich hingebracht, anstatt Tante Baroness? Zum Graben. Wenn er nichts gesagt hätte, meine ich. Wenn er gar nichts gesagt hätte, hätte ich ihn vermutlich der Fiona vor die Nase gestellt. Warum der? Oder dem Grafen selbst. Ja, eben, dem Grafen. Das ist so, hier, den haben wir gefunden, mach den mal heile. Ich dachte schon, du würdest jetzt sagen, weil der auch ein fröhliches Frühlingskind hätte werden können. Nee. Ach so. Einfach weil die noch irgendwie am lockersten ist oder wirkt. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, einen Ski so ein ganz kleines bisschen anzuerziehen, wenigstens dafür sorgen sollte, dass der Stock, der in seinem Hintern steckt, vielleicht einen winzigen Hauch elastischer wird. Mhm. Na gut. Viel Spaß und bleibt geil. Leute. Jo. Ein paar Tage vor jenen. Ich möchte was ansagen. Ich höre. Ich möchte gerne Cookies machen. Was für ein Zeug? Cookies. Hasch-Cookies oder was? Nee, nur Kekse, die relativ lange halten und relativ klar, also gut in die Hand passen. Und zwar möchte ich die gerne, möchte ich davon ein paar mehr machen. Und zwar mit meiner tollen Schlummertrunkenfähigkeit. Und das Ganze unleashing. Sprich, ich möchte Leute damit einschläfern können. Warte mal kurz. Das ist erstmal alles kein Problem. Ich habe wirklich einfach nicht gesagt, dass die verfallen. Okay. Nee, eben, ich hab's gerade nochmal durchgelesen. Ist aber erstmal nicht so schlimm. Also, ich gucke erstmal, wie viel Willenskraft du noch hast. Dann hättest du noch 2 von 4 Willenskraft und einen Punkt Lärmer weniger. Dann schreibst du dir erstmal diese Cookies auf, während ich nachgucke, was ist bei deinem Unleashing passiert. Da steht, Ziel schläft ein. Nee, das ist der normale Effekt, aber Unleashing heißt, dass du die Kontrolle über deine Magie verlierst und was anderes noch passiert, was ich auswähle. Oh, okay. Das ist ja der Doof. Spaß dran. Ja, gut, dass ich das zu Hause habe. Du kannst es noch zurückziehen, also ich kann dir vorher mal sagen, was die Reichweite ist von dem, was passieren kann. So ist es. Ah, was soll schon schief gehen? Das ist die richtige Einstellung. Jo.
Ja. Eine Sekunde. Weißt du, was witzig ist? Dass die Unleashing-Effekte so lange dauern, wie die Kraft wirkt oder so da ausüberfüllt. Die wirkt ja jetzt offenbar, bis den Keks jemand isst. Also. Nicht nur der eine Keks, sondern ein paar mehr sein. Mindestens dann, zwei. Jo, warte mal kurz. Also. Zwei Kekse sehe ich ein, ansonsten kannst du nochmal würfeln und nochmal Willenskraft ausgeben. Also nicht würfeln, aber okay. Nochmal ausgeben. Ja. Yep. Möchtest du das tun? Möchtest du insgesamt vier machen? Nee, zwei, okay, ist okay, zwei okay. Reicht mir vollkommen. Gut. Also, Sophie, ich entscheide. Du machst es bestimmt früh irgendwann, ne? Ja, das ist halt. Ich mache nebenbei noch andere Kekse, aber diese Kekse sollen wichtig sein. Mhm. Also, Sophie, behaglich schlummerst du und erholst dich von den Strapazen. Deine Beinwunde, deine Fleischwunde beginnt ja schon langsam wieder zu heilen. Es ist schön, mal wieder ausschlafen zu können. Das ist nicht die erste Nacht, in der du das tun kannst, aber dennoch, es ist einfach angenehm. Ich meine, mit so einem Schwert im Bettchen schlafen, mit so einer Angst, ist bestimmt jetzt auch nicht unbedingt das Bequemste, aber man kann sich auch Schlimmeres vorstellen. Und dann wirst du von einer Erschütterung und Explosion, die ganz fürchterlich nach Hefe riecht. Ich weiß, dass du keine Hefeteig machst, ist mir egal. Geweckt. Die Mehlstaubwolke ist auch in deinem Zimmer und rieselt erst so ganz langsam herab. Das ist quasi eine richtig dichte Wolke. Wie hustet. Hörst du aus der Küche? Fällt erstmal fast aus dem Bett, weil sie sich fürchterlich erschreckt, wäre da nicht dieses praktische Geländer. Du schlägst mit dem Kopf an der Decke an. Aber sie stößt sich zumindest den Kopf an der Decke. Du hörst ein Fluchen. Damn it! Hardison. Nein. Aus ihrem Zimmer. David! Entschuldigung! Ich hoffe, das verzieht sich gleich. Die Wolke sinkt herab, ganz normal, wie die Physik sich verhält. Ist ja logisch. Sehr schön. Du dreckiger Bastard! Weißt du, was Mehl auf noch nasser Ölfarbe bewirkt? Genau! Es klebt! Nenn es Effekt? Nein! Es ist scheiße! Also auf deinem Bild zum Glück und auch auf dem Teppich und auf deiner Kleidung, das wird dann einziehen wie Creme und kein Dings danach hinterlassen. Aber gut, dass du ihn erstmal anschreist, das ist trotzdem wichtig. Das weiß sie ja jetzt noch nicht. Ich sag's dir nur. Das weiß sie ja jetzt noch nicht. Sie klettert jetzt das Bett hinunter und öffnet das Fenster. Mhm. Und tappst dann in die Küche. Da steht ja David. Ziemlich weiß. Also beziehungsweise nicht weiß, aber weil er einsieht. Aber auch hier ist alles voll lieblich. Aber er hat riesige, aufgeblähte Hamsterbacken mit kleinen lilanen Sommersprossen darauf verteilt. Warte mal, der hat ja auch so Sommersprossen. Nee, hat er nicht. Jetzt hat er kleine lilane Sommersprossen. Und an seinen Bartenden sind kleine Schokostückchen wie eingeflochten, aber auch hier und da ein wenig so ein Smarty-Ding und alles. Erkennt man sowas als irgendeine Art oder fühlt man das, dass das irgendwie so eine Art Unleashing-Effekt ist oder so? Den hast du gerade deutlich gefühlt, ja. Er ist auch gerade noch für ein paar Minuten, hat er quasi den Wirt heraufberufen und die menschliche Maske fallen lassen. Puh, Was hast du gemacht? Gebacken. Ja, ganz bestimmt. Finger weg von den beiden Keksen. Also beziehungsweise einen darfst du dir nehmen, aber nicht essen. Was ist denn das? Das ist, also ich habe mich daran erinnert, dass ich, wenn ich was mache, das ich gerade getan habe, dann, dass ich es schaffe, jemanden einzuschläfern. Okay. Er muss nur das essen, was da steht, was ich da gerade gemacht habe. Und rate mal, wer uns fressen will. Hm. Der macht seinen Mund auf, da schmeißt du das Ding rein, er schläft ein und kannst fliehen.
Muss er das freiwillig essen? Das glaube ich nicht. Die Chance besteht, dass das problematisch wird, aber... Also ich habe es noch nie getestet, dass es unfreiwillig passiert, aber wie lange schläft er dann? Unterschiedlich. Also an sich, sage ich mal, ist schon irgendwie ultra cool, aber... Du solltest dann rennen. Okay. Naja, ich sag mal, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir den Typen einen Monat lang irgendwie... Das also, ist Plan B. Entweder, naja, wir müssen uns ja überlegen, was wir machen. Entweder wir müssen ihn selbst um die Ecke bringen. Ich weiß nicht genau, wie lange er dann weg ist, wenn wir ihn nur chimärisch um die Ecke bringen. Aber wenn seine Zeit abgelaufen ist, dann hat er halt selbst ein Problem. Oder wir übernehmen das halt selbst und überlassen es dann nicht den Rotkappen. Aber das ist natürlich... Ich würde sagen, es zählt vielleicht unter Selbstverteidigung, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, wie die Rechtsprechung da ist. Aber niemand verbietet uns, dass man jemanden einschläfert. Nee, natürlich nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich habe nur irgendwie mal gestern Abend überlegt, was eigentlich passiert, selbst wenn wir es schaffen oder wenn wir es schaffen sollten, den Typen irgendwie noch ruhig zu stellen. Ja, der wird wahrscheinlich gefressen, wenn wir es schaffen. Ja, aber nur dann, wenn wir ihn jetzt in den nächsten, ich weiß nicht, wie viel sind es noch, 3 Wochen oder so, ruhig stellen. Ja, aber das ist halt, deswegen, ich würde sagen, du nimmst diesen Cookie, hältst ihn immer am Mann und wenn jemand kommt, also wenn er kommt, schmeiß ihm das ins Gesicht und hoffe, dass er es isst. Naja, der ist ja kein Hund, der nach allem schnappt, was ihm da entgegengeschmissen wird. Naja. Hast du schon mal eine Rotkappe gesehen, die was ablehnt? Ich weiß nicht, merkt man das an den Keksen, dass da was komisch ist? Die müssen halt quasi in den Mund geworfen werden. Der kommt ja mit, also die, hast du ja seinen Mund schon mal gesehen, die Dinger ausklappen. Es ist Plan B. Es ist kein guter Plan, aber es ist ein Plan B. Nee, du, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Wie gesagt, ich finde das schon ziemlich cool. Man sieht nur, dass mit denen was komisch ist, wenn man die sich mindestens 10 Sekunden anguckt. Genau anguckt und, ne. Und selbst dann ist es nicht sicher. Und vielleicht steht er sogar auf. Ja, mal gucken, wer weiß. Es kann sein, dass sie ihn auch einfach nur langsam machen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, die schlafen dann ein. Okay. Jetzt, wo langsam wieder der normale Nebel der Banalität über Davids Dings fällt, die Süßigkeiten in seinem Bart sind nur chimärisch da. Aber die lilanen Sommersprossen und auch zumindest leicht aufgeblähte Backen hat er auch als Mensch. Ist irgendwann noch Fasching? Ist das eine Frage an mich? Ja. Ja, Ende dieses Monats. David? Mhm? Du bist übrigens jetzt ein totaler Faschingsliebhaber. Warum? Guck dich mal im Spiegel an. Ich gehe zum Spiegel und schaue mich an. Fuck! Okay. Ich versuchte mal diese Sommersprossen loszuwerden, so indem ich die wasche. Du bist jetzt sauber, aber sie sind noch da.
Das ist aber ärgerlich jetzt. Siehst ein bisschen niedlich aus. Naja. Vielleicht hast du mal ein paar Jahre in Köln gewohnt und findest das so cool, dass du damit, also, ne? Ja. Ich könnte das vielleicht auch überschminken. Das sind ja nur Sommersprossen. Pinke, lilane Dinge. Und mir wurden beide Weisheitszähne gezogen. Scheiße. Egal. Da muss ich jetzt durch. Ich hoffe, das bleibt nicht so lang. Du kennst dich mit dem Scheiß auch besser aus. Weißt du, wie lange sowas bleibt? Was hast du, Okkultismus 3? Ich? Wait. Yep. Na. Unleashing. Das, da wurde auch schon gesagt, dass das leichte kosmetische Veränderungen hervorrufen kann. Oder auch schwere. Und die bleiben halt entweder eine kurze Zeitspanne da. Oder. Je nachdem, was halt länger ist. Oder solange wie die Kraft wirkt. Und die Kraft wirkt ja noch nicht wirklich. Also die wirkt schon jetzt auch, weil die Dinger noch verzaubert sind. Aber, ne? Also, ich weiß es nicht, David. Es kann sein, dass das jetzt innerhalb der nächsten paar Stunden weggeht. Es kann aber auch sein, dass das so lange hält, bis die Kekse gegessen worden sind. Und der Betreffende wieder aufwacht. Yay. Na, immerhin. In einem Monat haben wir das Problem nicht mehr. 4 Wochen lang Repo-Klug rumrennen. Schön. Ja, aber wir wollten uns Pläne machen, wie wir weiterverfahren mit dieser verfahrenen Situation. Möchtest du andere Cookies? Die bringen dich, glaube ich, nicht zum Schlafen. Sollten sie jedenfalls nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Vertrau mir. Ich könnte einfach weiterschlafen. Na, Finger weg von dem Cookie, nimm die da. Sophie nimmt sich einen Cookie und verspeist ihn. Du spürst unendliche Liebe zu David aufkeimen. Nein, das war ein Witz. Also das gleich kriegen kommt bestimmt. Aber es wäre witzig, wenn er dich geliebeskekst hätte. Es wäre irgendwie eigenartig und verstörend. Yep. Nein, das wäre ja nur eine Vorsichtsmaßnahme, um den von Kamal zu countern, Mann. Achso, die Zeitspanne ist jetzt übrigens most definitely over. Verdammt. Er ist ja auch weg. Also, ich weiß nicht, warum du jetzt verdammt sagst. Nee, ich meine, du bist noch nicht ausgerastet, also gehe ich davon momentan aus, dass es echt war oder ist. Aber ich werde das nicht ansprechen, keine Sorge. Ja, wie gesagt, also wir müssen uns halt überlegen, was wir dann mit ihm machen. Ne? Entweder wir versuchen ihn dann irgendwie chimärisch um die Ecke zu bringen, in der Hoffnung, dass er so lange weg ist, dass die Zeitspanne dann halt abläuft, wenn wir Pech haben, weil, wie weiß ich, Spielleiter, wie lange dauert sowas regelhaft? Na... Weißt du nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange er dann weg ist. Das vielleicht nur ein paar Minuten, vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, ich weiß es nicht. Oder wir sorgen halt dafür, dass er irgendwie, keine Ahnung, wir killen die Fee, prügeln ihn ins Koma und ich weiß nicht. Es klingt immer so leicht, wenn man das so erzählt. Eben, das ist. Ich bin nicht begeistert davon, jemanden umzubringen. Ich auch nicht, David, aber ich bringe lieber jemanden um, als dass ich selbst umgebracht werde. Nun,
Vielleicht können wir das irgendwie anders regeln. Dass wir halt, wie gesagt, dass irgendwie das Problem sich von selbst löst. Aha, und wie gedenkst du das? Also hast du da irgendeine Idee? Jedenfalls nicht, indem ich ihn umbringe. Naja, pass auf. Es gibt folgende Optionen. Der ist insofern verzweifelt, als dass er alles daran setzen wird, uns um die Ecke zu bringen. Denn ansonsten wird er um die Ecke gebracht. Und zwar von seinen Kollegen. Das ist das, was du dir vor Augen halten musst. Er darf uns natürlich nicht töten. Wir dürfen aber auch seine Sachen nicht klauen, was wir definitiv gemacht haben. Und ich werde auch garantiert nicht zum Grafen stiefeln und sagen, das ist aber ein ganz böser Mann. Denn, das ist wohl richtig. Siehst du, so. Das heißt, wir können uns jetzt entscheiden, uns um die Ecke bringen zu lassen oder egal was wir, also weißt du, wenn wir ihm nichts tun und nur dafür sorgen, dass er einschläft, dann wird er es wieder versuchen und wieder und wieder und wieder und mit immer größerer Verzweiflung, denn seine Zeit läuft ab. Weißt du, das ist etwas, was wir uns vor Augen halten müssen, wenn wir sind jetzt in diese Situation geraten und müssen sie irgendwie auch auslöffeln und ich denke, dass wird nichts damit getan sein, das einfach auszusitzen. Also doch, aber da müssen wir uns was überlegen, wie wir das aussitzen und ihn davon abhalten, uns die Köpfe abzubeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird nicht ohne Fieslichkeiten funktionieren. Und ansonsten, selbst wenn wir jetzt Dornröschens Apfel fänden, nicht Dornröschen, Schneewittchen heißt sie. Mhm. Schneewittchens Apfel fänden, was ich übrigens extrem. Bekommt man irgendwann an diesen Apfel ran? Gibt es solche Äpfel? Schneewittchenäpfel? Die gibt's doch bestimmt. Du bist ja so, ja, das war ja ein vergifteter Apfel von einer Echse, also. Ja, dementsprechend aber könnte es sowas sein, was wie The Cookies. Ja, nur ja. Nur halt in stark. Richtig. Aber sowas wäre ja. Wenn ihr das einen Monat lahmlegt. Oder ein paar Wochen. Oder, keine Ahnung, bis er wach geküsst wird. Oder diese Dornröschen. Ja, oder diese Dornröschenspindel. Du kannst ja gerne in den Cookie reinbeißen und wir schauen, wie lange du bewusstlos warst. Aber bis dahin sind wir halt wehrlos. Also um mal eins ganz kurz klarzustellen, ne? Wenn ihr ihm einen Schneewittchenapfel gebt, dann schläft er nicht, bis er wach geküsst wird, sondern bis irgendein Trottel ihn fallen lässt, okay? Wir ja, bleiben mal schön an der Nicht-Disney-Realität hier. Naja, das ist mir schon klar, dass das Wachküssen, das geht nur mit der Spindel von Dornröschen. Ach so. Wurde sie nicht vergewaltigt? Wow! Nicht in der Grimmschen Variante. Ja, die Grimmsche Variante war auch schon wieder nett. Gab's, ja, nicht, ja. Gab's nicht die Variante, dass sie quasi vergewaltigt wurde und dann davon wach geworden ist, dass ihr neugeborenes Kind an der Brust genuckelt hat? Keine Ahnung, die Variante ist. Beziehungsweise ich weiß, hat den so Dorn dann rausgenuckelt? Das klingt nicht nach einem Volksmärchen. Ja, es hat halt quasi, wollte halt den an der Brust nuckeln, hat dann halt den Dorn rausgenuckelt und damit ist daraus dann wach geworden. Ja, aber das war dann keine Vergewaltigung, das war ja quasi eine. Naja, Lösung, doch. Und die wollte das außerdem. Der Prinz von Weitfern hat sie halt quasi, ne? Die wollte das. Weggesnackt. Die Bitch-Steps, sagst du. Was schläft sie da auch einfach so in einem Turm? Hure. Schlimm. Naja, ich weiß halt nicht, ob es sowas gibt. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, wo wir sowas herbekommen. Und ich glaube, das ist bestimmt auch wieder streng verboten oder so. Naja, Schlafen hat noch niemanden geschadet. Ja, aber ich glaube, sowas ist bestimmt verboten. Goblins sind ja auch verboten. Alle Dinge, die Spaß machen.
Wenn man nur jemanden kennte, der offenbar sich mit Giften auskannte. Naja, sowas, so jemanden wie Sandro, meinst du? Ich weiß das schon. Willst du mit Sandro sprechen oder soll ich das tun? Woher weißt denn du das? In-game. Was? Du kleine Meta-Bitch. Wieso das denn? Das ist ein scheiß Lua. Der hört doch alles. Der wird doch wenigstens wissen, ob es sowas gibt oder nicht. Ach so, na gut. Das kann ich hier durchgehen lassen. Also ehrlich. Mach du das mal. Ich komm mit. Mach du das mal, ich komm mit. Ja, ich hab mir gedacht, wir sollten vielleicht nicht alleine, niemand von uns sollte alleine gehen. Das klingt irgendwie klug, vor allen Dingen, weil Sandro jetzt nicht der Wehrhafteste ist. Mhm. Und vergiss deinen Schlummer. Augenscheinlich, hahaha. Vergiss dein Schlummer-Cookie nicht. Wir müssen mir erstmal was anziehen, wo ich den überhaupt reintun kann. Ja, das ist richtig. So, ich geh mal eben duschen, bis gleich. Dann nimm den Schnurr-Cookie nicht mehr, sonst geht er kaputt. Danke, ich wäre nie darauf gekommen, dass ich Wasser und Teigwaren nicht vertragen. Ich wollte es ja nur erwähnt haben, dass der ist zwar Special Snowflake, aber so special ist der auch nicht. Wir dürfen den vor allen Dingen nicht irgendwo rumliegen lassen, sonst wird der Wanz den nämlich irgendwann finden und essen. Ja, er trifft immerhin eine Rotkoppe. Du Ass. Ehrlich. Das war jetzt. Kind in Ruhe. Yes. Mann, das war nur ein Scherz. So, husch, husch, ab in die Dusche. Sie geht duschen und sich dann anziehen. Mhm. Und steht dann irgendwann mit nassen Haaren, aber ansonsten fertig vor David. Ausgezeichnet. So. Warte. Sie hat eine kleine Umhängetasche. Also was heißt so klein ist die nicht? So eine normale Stofftasche halt. Und darin befindet sich sowohl ein Haushaltshammer als auch dieser Zahn. Also ein Zahn. Zwei Zähne eigentlich. Der angeritzte und der andere. Was passiert eigentlich, wenn man einen Zahn in den Mund einer Rotkoppe schmeißt? Ich habe mich auch schon gefragt, was passiert, wenn die ihren eigenen Zahn frisst? Sophie hat doch, das verrate ich euch ja nicht, aber Sophie hat doch, ist doch, es hat ja Stil, ne? Ja, klar. Hat die Metallfeuerzeug, ein richtig schönes Benzinfeuerzeug? Ja. Das ist übrigens auch hart. Härter als ein Zahn. Stimmt. Siehst du, braucht man nicht mal. Das kannst du sogar in der Hosentasche haben. Nur den Zahn nicht. Ist auch handlicher. Ja. Gut. Den Zahn kann sie nur in so ein kleines Metall, in so ein flaches Metallschächtelchen tun, irgendwie, wo sonst mal so Lakritzpastillen drin waren oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wo sie sich am besten gar nicht bewegen kann. Ja, das kann sie da in so ein bisschen Watte oder sowas reintun. Einfach damit sie den auch in der Hosentasche mit sich rumtragen kann. Mhm. Das ist viel praktischer. Dann brauchst du nicht immer ein Dingens und schneidet sich vor allen Dingen nicht an diesem Zahn. Mhm. Eigentlich müsste man ein Loch durchbohren und dann eine Kette rausmachen. Ich glaube, das will ich allerdings ziemlich töten. Wer weiß. Ich frage mich auch, was passiert, wenn man wenn der Rotkappe alle Zähne ausgefallen sind. Muss man dann jeden einzelnen Zahn dieser Rotkappe zerstören, damit sie tatsächlich stirbt? Ich weiß es nicht. Sollte sie uns angreifen und das machen, werde ich das ausprobieren. Das ist wohl dann das, was passiert, denke ich. Also mit ich weiß es nicht, vielleicht passiert auch gar nichts. Ja, mit dem Zahn, den wir zerstören, wird sie halt noch mehr Zähne verlieren, wahrscheinlich.
Ja, natürlich, aber, also, nee, nicht mit jedem Zahn, den wir zerstören, sondern ich schätze mal, wir haben ja den einen nur angeritzt und da sind ja schon zwei Zähne rausgefallen. Ich denke mal, wenn wir den zerstören, werden ja alle rausfallen. Und es ist die Frage, was passiert, wenn wir dann jeden einzelnen dieser rausgefallenen Zähne auch noch zerstören. Es könnte gut sein, dass sie dann komplett, also dass sie dann wirklich über den Jordan geht. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht passiert auch gar nichts. Hm. Oder sie kriegt ihre Zähne wieder, aber das fände ich irgendwie doof. Das wäre auf jeden Fall doof für uns. Ja. Oder sie wird irgendwie dann immer kleiner oder so. Oder vielleicht, das wäre ein bisschen lustig. Das ist irgendwo so eine Mini-Rotkappe, die werde ich dann in der Schneekugel mit mir rumtragen. Dann wird sie zum Heinzelmännchen. Ey. Dafür sind wir viel zu nett. Er hat ja auch keine Zähne mehr, er müsste ja nett sein. Slua haben keine Zähne, Einzelmännchen schon. Naja, vielleicht wird sie dann zum Slua. Das wäre halt echt die schlimmste Bestrafung für so eine Rotkappe. Hm. Na gut, nützt ja nichts. Ich glaube, wir sollten mal runtergehen. Sophie hat sich die Haare immerhin ordentlich zu einem Zopf geflochten. Tür. Du sag mal, hast du eigentlich Schminke? Ja, schon. Ist nicht so ultra viel, aber... Meinst du, kann ich mir das Gesicht pudern, dass die vielleicht nicht auffallen so direkt? Also Puder wird nicht reichen, wenn du brauchst ein Make-up. Und den Hautton, den ich habe, der passt überhaupt nicht zu deinem. Das heißt, du siehst dann aus wie ein Clown. Ich hab keine Ahnung davon. Deswegen sage ich dir das, du siehst dann aus wie ein Clown. Wenn, dann müssen wir mal zusammen ins Geschäft gehen und das machen. Ja, yeah. Alles klar. Good old Donald Trump Bräunungsspray? Nein. Ich werde also dann mit ihr in ein Geschäft gehen, wo man Schminke kaufen kann. Oh mein Gott. Ja, das kannst du in jedem Supermarkt und in jedem Drogeriemarkt, David. Schön. Dann gehen wir gleich shoppen. Aber erstmal, lass uns. Vor eurer Tür steht ein Wasserkocher, großer Pappkarton, auf dem ein Wasserkocher abgebildet ist. Ein Wasserentkocher, meinst du? Nee, der Wasserkocher groß. Sophie ruft Claudius an. Hallo. Hallo. Hast du uns den Wasserkocherkarton mit einem Wasserkocher oder Wasserendkocher vor die Tür gestellt? Das könnte so passiert sein. Er ist jetzt modifiziert. Er ist jetzt stufeneinstellbar und hier pfeift nicht mehr. Also du kannst jetzt quasi die Temperatur einstellen. Du musst nur die Wurzel aus der gewünschten Temperatur quasi, die du haben willst, errechnen. Und die dann mit Pi multiplizieren. Frag mich nicht, warum. Warte, ich muss mir das aufschreiben. Ja, Wurzel aus gewünschter Temperatur mal Pi. Wurzeltemp mal Pi, alles klar. Minus Elektronenladung. Das ist irgendwas minus 19 und ich glaube, das guckst du dir im Tafelwerk an. Okay. Ich hab's vergessen, 169 oder sowas? Ist egal. Und das stellst du dann ein, ne? Ja. Und dann tust du da die Flüssigkeit rein, machst an und dann wartest du, bis es die gewünschte Temperatur, also bis es ausgeht, dann hat es die gewünschte Temperatur erreicht. Okay. Alles klar, danke. Jo. Ja, man muss ja mal fragen. Jo. Sie legt wieder auf. Mhm. Nimmt den Karton und trägt ihn in die Küche. Mhm. Das, was sie aufgeschrieben hat, legt sie davor. Mhm. Er hat jetzt quasi, das ist so ein Stellrad, was von 1 bis 10.000 geht. Was übrigens wenig Sinn ergibt, ist aber auch gar nicht so wichtig. Was du dann quasi, und das Stellrad ist quasi wie ein Zeiger. Aber es ist quasi so geschwungen mit einem Kringel, dass du da den kleinen Finger reinstecken kannst, um es zu bewegen, denn das Ding selbst ist sehr zerbrechlich. Hm. Okay.
Ach, ich mag Claudius. Okay, dann nächster Versuch. Ha, ich wusste es fast. 1602 war es. Mal sie noch minus 19. Na gut. Ihr geht runter zu Sandro und klingelt. Er wird nach einiger kurzer Zeit kommen und euch eröffnen. Übrigens, heute wird nicht ihr flüstert, sonst huste und pruste ich und dann fliegt das Haus der Schweinchen weg. Oh. Ja, weil du es bist. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Es ist tatsächlich, wie ich merkte, sehr hilfreich, die Leute direkt anzusprechen, da sie meist und nicht zu warten, wie sonst meine Art gewesen ist, teils, da sie dann selbst das Wort direkt erheben, ohne weitere Nachfrage, und ich entsprechend Personen identifizieren kann. Kommt doch bitte herein. Danke. Dankeschön. Er bewegt sich jetzt inzwischen etwas sicherer in seiner Buze. Und er war offensichtlich gerade am Frühstücken. Das heißt, da ist sogar schon Tee für euch fertig. Geil! Cool. Wer hätte erwartet, dass er weiß, dass wir runterkommen, wenn wir es oben sagen? Ha! Das wusste er nicht. Er war am Frühstücken, weißt du? Und da trinkt er ja auch Tee. Naja, ihr setzt euch hin, der gießt euch ein, bla bla bla, ne? Ja. Ja. Wir haben eine Frage. Und zwar, die Spindel von Dornröschen oder ein Äquivalent, wo finden wir das? Wenn es sowas gibt. Das wäre ein relativ mächtiges Artefakt. Ich bin der Meinung, dass es nicht nur ein, sondern mehrmals existieren sollte. Sicherlich im Besitz einiger weniger privilegierter oder versteckt verschollenem Traum. Es muss nicht so krass sein. Es würde reichen, wenn wir eine massiv abgeschwächte Form davon fänden. Nun, das macht es sicherlich leichter, wenn ihr kein Königreich mit Ranken oder zumindest kein Schloss umgarnen wollt. Nein, nein, eine einzelne Person würde absolut ausreichen. Eine einzelne Person einschläfern, die Ranken und so weiter brauchen wir nicht. Wahlweise auch sowas wie Schneewittchens Apfel, aber der ist ja irgendwie nachträglich erst präpariert worden. Wenn ihr einen Sandmann findet und überreden könntet, etwas Schlafsand für euch abzugeben, wäre das eine Möglichkeit. Ich halte das allerdings für eine Möglichkeit, die ihr vielleicht erst gegen Ende einer anderen Kette von Möglichkeiten, die ihr durchgegangen seid, gar erfolglos in Betracht ziehen solltet. Schneewittchens Apfel dagegen ist nichts Besonderes, lediglich das Gift, was so schwer nicht herzustellen sein dürfte. Ha, dann kommen wir der Sache näher. Allerdings, bei diesem speziellen Gift, natürlich ist es besonders leicht herzustellen, da die richtige Seite des Apfels genossen werden muss. Ja. Und wenn man beide Seiten isst? Ist ja die richtige Angel eigentlich auch gegessen. In der Tat. Ist gut. Gut. Und gibt es eine Möglichkeit oder eine Art, ich sag mal, so eine Art Kochbuch? Eine Art Kochbuch für einen Apfel. Ja, ich weiß es nicht, aber es wird mit Sicherheit irgendwie. Naja, oder sowas wird nur mündlich überliefert, das wäre auch möglich, aber. Selbstverständlich gibt es verschiedene Werke zu brauen, alles Mögliche. Die Kunst der Alchemie,
erfordert jedoch besonderes Fingerspitzengefühl, Erfahrung, einen generell, ja, ich denke, Erfahrung ist das Wichtigste. Des Weiteren sind einige Gerätschaften nicht eben leicht zu beschaffen und die Zutaten erhält man natürlich nicht überall, nicht nur sind sie selten, sondern teils auch nun zumindest nicht gern gesehen, verboten als solches allzumeist nicht, sollten sie nicht von Tieren oder Pflanzen stammen, die die Ski zu schützen suchen. Natürlich ist ein solches Gift wie das des Schneewittchengifts kein verbotener Stoff. Ein Sterblicher darf in ein Koma getrieben werden, solange der Eschiat dadurch nicht gebrochen wird. Nun, gesetzt dem Fall, dass es sich nicht um einen Sterblichen handeln sollte. Nur mal rein hypothetisch gesprochen. Dann wird durch dieses Gift der Eschiat dennoch nicht gebrochen. Natürlich kann jemand, der ein Opfer eines Verbrechens anderer Natur sieht, Anklage erheben und sicherlich ist es strafbar, jedoch bei weitem nicht in einer Form, die ich für achtenswert halte und sicherlich auch nicht der Graf. Sowas kommt ab und zu vor. Eine questige, gemeinnützige Natur wird meistens ausreichen, um die Schuld dafür zu sühnen. Es wäre zumindest eine Möglichkeit, die man durchaus in Betracht ziehen kann. Allerdings war ich in Chemie immer fürchterlich schlecht. Mit Alchemie habe ich mich nie abgegeben und das Einzige, was ich zusammenrühren kann, sind die Farben, die ich brauche. Kochen kann ich, aber keine Alchemie. Du kennst nicht zufällig jemanden, der das beherrscht und die Zutaten besorgen könnte? Ich färbe euch gerne einen Apfel. Immerhin schulde ich euch beiden etwas. Es wird einige Tage dauern und am Ende müsst ihr sicher gehen, dass die eine Seite so rot wie Sophies Lippen, also die des Schneewittchens, sind und die andere Seite fahl, fast nun von einem besonders hellen grünen Ton und dass eben jene Seiten wirklich jeweils die Hälfte des Apfels ausmachen, dann ist alles genauestens so, wie es bei Zubereitung angedeutet ist, bei einer perfekten Zubereitung. Das heißt, wir müssen jetzt so einen Apfel finden, ja? Nein, ich sagte bereits, ich färbe euch gerne einen Apfel. Okay. Es ist nicht der Apfel, der von besonderem Wert ist oder von besonderer Natur. Es ist der Rest und den stelle ich gerne her. Sicherlich sind meine derzeitigen Umstände ein Hindernis. Dennoch glaube ich mich dazu in der Lage. Es ist ein relativ einfaches Rezept. Nichts, was ich nicht bereits ein oder anderes Mal zubereitet habe. Das heißt, du wärst so freundlich. Selbstverständlich. Dann bleibt mir nichts, als mich sehr herzlich dafür zu bedanken. Ich werde euch in den kommenden Tagen den Wanst mit einem Obstkorb nach oben schicken. Okay. Danke. Ich sehe tatsächlich, diesen Fehler mache ich zuweilen. Ich fand es einen amüsanten Klamauk. Ich bringe euch diesen Apfel lieber selbst.
Ich glaube, ich denke, das wäre auch besser. Gesünder für das Kind, ja. Ich hörte, in Leipzig ist ein Neuankömmling über die Schwelle zum Hause der Elund getreten. Ja, das ist stimmt. Richtig. Könnt ihr mir vielleicht sagen, aus welchem Hause dieser Ski ist? Oh Gott, hatte der das gesagt? Das hatte der gesagt, ne? Ja, hatte er. Gut, ich habe nur den Namen schon wieder vergessen. Aus dem Hause Danon. Interessant. Ich denke, in den nächsten Tagen werde ich also auch einmal die Bibliothek aufsuchen müssen. Vielen Dank. Sophie schaut ihn etwas verwirrt an, weil irgendwie großartig lesen kann er ja eigentlich nicht mehr. Indeed. Er reagiert auf deinen Ausdruck nicht. Unhöflich. Brauchst du dabei Hilfe? Oh nein, der Bibliothekar ist äußerst freundlich. Und es gibt einige Gerätschaften, die das Lesen dort tatsächlich ermöglichen. Ah, okay. Eine komplexe Apparatur, die, man kann es sich vorstellen wie eine Miniaturschreibmaschine, die man sich um den Unterarm schnallt, ohne Tasten selbstverständlich, die dann mit einem kurzen Draht und einer hochsensiblen Sensormechanik am Zeigefinger befestigt wird. Man fährt also über die Buchstaben und die Druckerschwärze oder aber auch direkt die Tinte. Die Erhöhungen davon bringen den Sensor zum Ausschlagen und durch ein Wunder der Technologie wird dann die Schreibmaschinenapparatur in Gang gesetzt und stanzt deinen kleinen Buchstaben in die eigene Haut. Es ist etwas schmerzhaft, man gewöhnt sich schnell daran. Jemand sagte, es wäre wie beim Tattoo-Stechen. Aber man kann durch die Eindrücke tatsächlich, wenn man langsam genug seine Finger bewegt, Buchstaben und ganze Worte lesen, mühselig, aber lohnenswert, der Unabhängigkeit halber. Wow. Dafür wären tatsächlich Lesegeräte unheimlich praktisch. Oder E-Books, die man sich vorlesen lassen kann. Ach. Sicherlich, allerdings kann ich da nicht nachvollziehen, wer mithört und sieht, was ich lese, während dieses Gerät eine gewisse Privatsphäre ermöglicht, die ich bevorzuge. Das stimmt allerdings. Es sei denn, man benutzt Kopfhörer. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Oh ja, ich hörte auch eine Geschichte übrigens, Sophie. Ja, sie erzählt mir, der Bäcker, bei dem ich zuweilen, obwohl er diese eigentlich nicht mehr darf, etwas ältere Stücke Bienensticher werbe oder Ränder vom Kuchen, der also erzählte mir, er hätte in der Autowerkstatt erfahren, dass eben jener Mechaniker von seiner Schwester nun hörte, dass Kamal beim Gelde eintreiben nicht eben erfolgreich war, sich aber direkt an die Fersen des Schuldners heftete und soweit ich hörte, waren einige Verfolgungsjagden in Seifenkisten zugehörig zu dieser Geschichte, sowie Schießereien selbstverständlich mit vollautomatischen Erbsengewehren. Er ist zuversichtlich, dass er den Schuldner am Ende stellt. Er hat dies bereits der Welt bekannt gegeben und als Lohn für euer gemeinsames Werk und auch für die Anstrengungen, die er nun überwinden oder
leisten muss, wird er also, so ist er sicher, den Kamm des Elvis selbst von ihm verlangen und auch bekommen. Ich hasse diese Kunst der Eshu. Ich hasse es, dass er mich zwang, das zu sagen. Sicherlich wirst du jetzt anmerken, Sophie, dass er nicht kontrollieren kann, welchen Weg die Geschichte nimmt und dass ich es nun zufällig war, der sie preisgeben musste. Und dennoch, die Künste der Eshu sind so unkontrolliert, so obszön und vulgär. Es ist widerlich. Sophie muss sich gerade ein Lachen verkneifen. Aber höchst interessant. Also, von der Art und Weise. Es ist wenig interessant. Sie erzählen nur irgendwelchen halbwahren Unsinn dem Erstbesten, der ihnen, der unglückselig genug ist, ihnen zu lauschen. Und der wird wiederum mehr dazu dichten, Dinge weggelassen. Was dem Nächsten erzählen, es ist stille Post auf primitivstem Niveau. Nur eine einzige Information davon wird überhaupt wahr gewesen sein, auf dem langen Weg, den sie genommen hat. Und am Ende bestimmt doch der Eshu nichts als das Ziel dieser Information. Aber alle Zwischenstationen müssen diesen jämmerlichen Unsinn, diese Allmachtsfantasien weitergeben. Vermutlich ist nichts davon wahr, außer dass sein Schuldner, wie er es nennt, der Mann, den er vermutlich geprellt hat bei diesem Buch, dass der eben nicht bereit ist zu zahlen. Die Sache mit den Seifenkisten und den vollautomatischen Erbsengewehren hat mir schon gefallen. Einem Kindling angemessen. Verzeih, Sophie, meine persönlichen Gefühle wollte ich so nicht zum Ausdruck bringen. Ich habe gehofft, professionell Abstand von unserer Fehde und unserer beiden persönlichen Beziehungen oder unserer dreien, wie wir hier sitzen, persönlichen Beziehungen gewinnen zu können. Allerdings war dies ein Moment, in dem ich wohl die Fassung verlor. Kein Problem. Alles in Ordnung. Wie auch zuvor wäre ich euch natürlich sehr verbunden, wenn dieser orbitale Gesichtsverlust eines Sloa nicht zwingend Erwähnung fände. Niemand würde etwas davon erfahren. Meine Lippen sind für Sie. Ich danke euch. Gut, dann können wir noch was für dich tun. Nun, wenn ihr vielleicht wie geht's der Kleinen? Einen Apfel hättet, den ihr mir noch heute im Laufe des Tages vorbeibringen würdet, würdet ihr mir einen kleinen Weg ersparen. Auf deine Frage hin, David. Es ist nicht immer leicht für mich, dass... Jo, ich erzähl dir was und der verpisst sich einfach. Er hat den Eshu gemacht. Seine Verbindung wurde unterbrochen. Hallo. Deli. Ich habe hier gerade ein kleines Netzwerkproblem anscheinend. Okay. Ich nehme an, die Aufnahme ist RIP. Ich denke. Easy. Mach trotzdem mal bitte für den Rest noch an. Wir machen bestimmt eh gleich einen Cut. User in your ich weiß allerdings nicht, wie stabil das gerade läuft wieder. Naja, die nächste, die nimmt dann von mir auf mit. Also auf die Frage hin. Es ist nicht immer leicht für mich zu erkennen, in welchen Gefühlslagen sich der Wanst befindet. Nicht zuletzt deswegen, weil sie für mich auch äußerst undurchsichtig und verwirrend sind. Allerdings glaube ich von dem, was ich vom des Nachts aus dem Keller her höre, dass sie sich derzeit ganz gut schlägt, denn ich höre eher wenig. Sehr schön. Er nickt lächelnd.
Und was wolltest du jetzt? Hä, hat man das vorhin nicht gehört? Nee, ich wusste jetzt nur nicht, was er damit sagen will. David hatte gefragt, wie es dem Franz geht. Ach so. Ich kann mir merken, was Daddy sagt, bevor er rausfliegt. Okay, das habe ich nicht so ganz mitgekriegt. Du sollst ja auch nicht so viel Giraffenporn angucken nebenbei. Aber ich mag es lang und dünn. Stimmt nicht, ja, aber es passt jetzt. Den Teil schneide ich aber raus. Deine Negation, die macht einfach nicht so viel her. Okay. Und Udi, zu dir als Information, was ich damit wollte. Ich wollte Smalltalk betreiben und ihn von seiner misslichen Lage wegbringen. Ja, Smalltalk mit ihm, ne? Ja, das war mir schon klar. Aber man das war ein guter Versuch und es hat geklappt. Ja, er hat eben. Getalkt über jemanden, der small ist. Eben. Ja, dann wird Sophie sich verabschieden und wieder hinaufgehen und einen Apfel holen. Sisse, ich habe voll was vergessen, das machst du noch nicht, denn ich habe gerade aufs Datum geguckt, bevor ihr euch verabschiedet. Ich hoffe, ihr habt Kerzen parat für morgen. Es ist Brauch, dass wir in die Fenster einige Kerzen stellen zu Imbolg, sobald es dunkelt. Okay. Was? Morgen ist Imbolg. Ich, ohne viel darüber reden zu wollen, nicht aus Abneigung, sondern einfach, weil es wie immer etwas ist, was am besten einfach selbst erfahren wird. Ich rate euch, geht in diese Getränkestube der Satyren, sobald es dämmert, und verbringt das Fest im Kreise der Gemeinen. Okay, klingt gut. Von euch wird nichts erwartet. Ihr könnt nichts falsch machen, was ihr nicht auch sonst im Umgang mit ihnen falsch machen könntet. Okay. Dann danke für die Information. Dann werdet ihr euch verabschieden und sie nochmal einen Apfel bringen. Alles klar. Wenigstens einen richtig saftigen. Na klar. Schönen Geil. Apfel. Geil. Wir machen erstmal einen Cut. Und 5 Minuten Pause. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.